Offenbar kehren zumindest einige Asylberechtigte zu Urlaubszwecken vorübergehend in jenes Land zurück, aus dem sie offiziell geflüchtet sind. Laut Recherchen der Welt am Sonntag reisten anerkannte Asylbewerber, die arbeitslos gemeldet sind, für kurze Zeit in Länder wie Syrien, Afghanistan oder den Libanon. Anschließend seien sie wieder nach Deutschland gekommen. Eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit bestätigte gegenüber der Welt, Zitat, es gibt solche Fälle. Offizielle Erhebungen lägen dazu aber nicht vor. Auf Anfrage der Zeitung weist das Bundesinnenministerium auf europäische Regeln hin, wonach Reisen in den sogenannten Verfolgerstaat nach einer Einzelfallprüfung zur Aberkennung des Schutzstatus führen können.